Ja, liebe Zuschauer, in dieser Sendung wollen wir uns mal mit dem Thema Montagsspaziergang beschäftigen. Den gibt es ja in vielen Kommunen, in vielen Städten in Deutschland und auch in Dippoldiswalde schon sehr lange. Wird hier zum Spaziergang eingeladen und wer mit spaziert ist, der weiß natürlich, um was es geht. Wer nicht, der wird heute vielleicht ein bisschen schlauer werden, denn ich will mal herausfinden, was denn so die Ziele sind dieses Montagsspaziergangs. Ich habe hier eine Gruppe, genau 4 Leute eingeladen, die sich vielleicht mal ein bisschen darüber äußern, warum geht man am Montagabend 18 Uhr nach Dips spazieren. Ja, hallo. Wir gehen spazieren jeden Montag und mein Name ist Philipp Klinnert. Ich bin 35 Jahre und habe 3 Kinder und das treibt mich auf die Straße. Letzte Woche war ein Bericht in der Sächsischen Zeitung, Kreis Dippoldiswalde, zu lesen, dass ich hier mitmache und dass ich in der AfD bin und dass nicht alle, die auf die Straße gehen, immer gleich Nazis oder Verschwörungstheoretiker oder sonst was sind, sondern ob jung oder alt, ob geimpft oder nicht, ob in der Partei oder nicht. Wir wollen die breite Masse bewegen und das ist hier der Fall und das ist Woche für Woche mehr Leute werden, die sich gegen diese Fehlpolitik in diesem Land richtet. Wir hatten ja vor allem im letzten Jahr oder noch im Frühjahr das Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht und allgemeine Impfpflicht sowieso. Das hat sich ja jetzt ein bisschen abgeflacht, natürlich auch, weil ihr montags auf die Straße gegangen seid. Ganz genau, dadurch sind wir ja auch zu Frau Köpping gekommen. Durch unsere Bürgermeisterin, die Frau Körner. Das war schon mal, also ich denke, ein kleiner Erfolg, weil wir da uns mal Stellung beziehen konnten und vor allen Dingen, weil wir uns auch mal, dass wir keine dummen Dorftrottel sind und so. Also ihr kennt das Interview ja. Genau, das ist so ein wichtiger Grund, der da dabei, also warum wir da hingehen und überhaupt, was mir ganz wichtig ist, ist der Zusammenhalt, den wir hier so haben. In unserer kleinen oder jetzt immer mittlerweile während einer größeren Gruppe, also dass jeder weiß, der ist nie alleine. Ne? Wir sind viele, die so denken und das macht schon mal stark. Also wir haben ja wirklich Leute dabei, genau, die immer so gedacht haben, ich bin alleine mit meiner Meinung und das ist ganz wichtig. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass es friedlich bleibt. Das ist also das Allerwichtigste, dass wir uns nie triggern lassen, dass wir uns nie verrückt machen lassen von diesen ganzen Horrormeldungen, die hier täglich kommen. Genau, dass wir ein bisschen Ruhe reinbringen mit unserem Konzept, das wir so jede Woche machen und ja. Ja, jetzt haben sich ja in der letzten Zeit die Themen geändert. Es geht nicht nur um das Impfen, es geht auch um Dinge, die das ganz normale Überleben oder Leben in unserer Gesellschaft betrifft. Wie seht ihr das? Die Unsicherheit, die Existenzangst, die man hat. Ich bin zweifacher Familienvater. Es wird alles wahnsinnig teurer. Gas, Öl, Essen, jeden Tag, also gefühlt jeden Tag wird das Ganze teurer. Und irgendwo müssen wir da mal gegenwirken und das mal zeigen, dass das so nie funktioniert. Man hat Angst um seinen Arbeitsplatz. Lang die Ressourcen noch, kann meine Firma noch den Strom bezahlen, da hängen Arbeitsplätze dran, Insolvenzen, viele Firmen gehen kaputt und das kann einfach so nie weitergehen. Deswegen tun wir uns alle gebündelt zusammen auf die Straße bewegen und einfach mal unseren friedlichen Protest zu zeigen, dass das so nie funktioniert. Ja. Was glaubt ihr, was kann man damit erreichen? Habt ihr da sagen wir, eine gewisse Stellung, wo ihr sagt, bis dahin wollen wir gehen, das wollen wir kriegen? Ich muss in den Spiegel schauen können und für mich selber entscheiden können, ob das richtig ist oder ob das nie richtig ist. Wenn ich zu Hause sitze und mich aufrege über alles und nichts mache dagegen, dann ist das der falsche Weg. Ja, ich muss für mich selber den Weg finden, Masse zu bewegen, die Leute zu animieren. Eigentlich schade, aber viele verstehen es erst, wenn es gar nicht mehr geht, wenn es ans letzte Knöppel vom Geld geht. Ja. Auch die Angst, meine Kinder in einer ungewissen Zukunft aufwachsen zu sehen, das macht mir Angst einfach nur. Also, sagen wir, außen noch einen jungen Mann stehen. Wir hatten jetzt kurz im Vorgespräch, das ist ja auch ein sehr wichtiges und sehr tolles Thema. Es geht ums Kinderessen zum Beispiel. Das war so ein tolles Beispiel, wo man ja heute sagt, das Leben wird ja fast unbezahlbar. Genau, also ich selber komme aus der Gastronomie. Wir kochen für zum Beispiel für Kitas in Dresden. Und durch die steigenden Lebensmittelpreise wird es halt auch immer schwieriger, diese Qualität zu halten für diesen Preis. Das ist einfach schier unmöglich mittlerweile. Ne? Und dann hat man halt auch generell auch den Angst vor den Jobverlust. Die Gastronomie ist schon seit Beginn der Corona-Pandemie vollkommen gebeutelt. Jetzt kommen steigende Lebensmittelpreise, die Gaspreise steigen. Und außerdem, wenn die Menschen zu Hause ihre Gasrechnung bekommen, wird das Essen in ein Restaurant schier unbezahlbar für sie werden, weil die dann die Priorität natürlich komplett anders setzen. Na? Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, was können die in dem kleinen Dips schon ausrichten?
Denkt ihr das auch manchmal und wie geht ihr dagegen an? Also wir machen das seit letztem Jahr im November. Heute am 12. September wäre das 38. Mal oder ist das 38. Mal. Wir hatten im Juli eine fünfwöchige Pause und wurden immer weniger, weil es heller wurde etc. Weil jeder durfte, was er wollte, gefühlt. Und das ändert sich jetzt wieder. Es wird auch wieder dunkler. B, den Leuten flattern die Rechnungen ins Haus und man muss überlegen. Und auch schon zu Wendezeiten sagte man, aus Kleinem oder Großes. Und deswegen machen wir das Woche für Woche, um irgendwann noch mehr zu werden. Nicht nur hier in Diepoldiswalde, das findet ja selbst in unserem Landkreis in mehreren kleinen Dörfern und auch in größeren Städten statt, bei uns angemeldet und mit Unterstützung, sage ich mal, der Polizei in der Absicherungsform. Und irgendwann kann man sich denken, wird das größer und dann fahren wir nicht nur nach Dresden, sondern vielleicht nach Berlin. Also ihr macht ja auch manchmal mit anderen Spaziergängern gemeinsame Veranstaltungen. Ist das auch wieder geplant, weißt du da? Ja, also dass der Autokurse vielleicht mal wieder zu uns kommt, dann wollen wir auch wieder, also eigentlich samstags einmal im Monat eine größere Sache, wo wir dann auch Redner einladen und so, genau. Aber was ich vielleicht noch sagen wollte, was auch ganz wichtig ist, dass wir halt auch wieder in den Spiegel gucken können, wie der Karl schon gesagt hat, dass wir nie einfach nur schimpfen, sondern dass wir auch was machen. Das ist so das Allerwichtigste eigentlich. Also das heißt ja im Umkehrschluss, ist man oder glaubt man, dass man oben nicht gehört wird, ohne etwas zu tun? Ja. Ja, aber uns wurde klar, dass die allgemeine Impfpflicht zum Beispiel letztes Jahr nicht abgestimmt wurde, also mit dem Antrag, dass die kommen soll für die Bevölkerung in Deutschland, weil der Protest auf der Straße damals sehr groß war. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg, den man daraus ziehen kann. Und jetzt können die Schritte nur weitergehen, denn wir sitzen alle im selben Boot. Ihr habt nach der Sommerpause mit 100 angefangen. 100 war auch das erste Mal vor langer Zeit die Zahl beim Zählen. Jetzt letzte Woche, glaube ich, 370. Wo wollt ihr denn hin? Was wäre denn schön? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wieder vierstellig zu werden, das wird wahrscheinlich schon Ende September oder Anfang Oktober hier in Diepoldiswalde möglich sein. Aber es gibt, wie gesagt, die ganzen anderen Orte. Und wenn man sieht, wer dann auf die Straße geht, ich stehe hier für 5 Personen, ich spreche für meine Familie ja mit. Also sind Zahlen eigentlich ein kleines bisschen Schall und Rauch. Aber Masse brauchen wir hier, um dem Herr zu werden oder wenigstens ein Zeichen zu setzen. Gut, dann sage ich, du willst noch? Die Spaltung in der Gesellschaft muss aufhören. Du denkst so. Das ist, wir sitzen, wie der Philipp schon sagte, alle in einem Boot. Und es kann nicht sein, dass ich, das kommt auch wieder, bin ich mir sicher, leider Gottes, die Corona-Geschichte, dass ich als Ungeimpfter nichts darf oder mich nachweisen muss mit irgendwelchen Tests oder Genesenscheinen. Oder als gesunder Mensch darf ich an gewissen Sachen nicht teilnehmen. Und das war der Punkt, wo ich damals im November gesagt habe, bis hierhin noch nie weiter, jetzt gehe ich auf die Straße, jetzt zeige ich meinen Unmut. Ich habe selber meinen Kopf eingeschaltet, habe nachgedacht, habe mich auch in unabhängigen Berichten belesen. Und habe einfach festgestellt, das ist nie alles so, wie es in den Medien berichtet wird. Und das ist auch wichtig, dass das mal nach außen hin so kommuniziert wird, dass die Leute nicht mal alles glauben, was im Fernsehen kommt, weil das ist meines Erachtens, also mein Gefühl, Schrott, ist eine Lüge, ist einfach nur eine Lüge. Okay, also 4 Meinungen in einer halben Stunde, ja, geht's los, ist hier ein großer Sammelplatz. Ich wünsche euch ja, viel Erfolg. Danke. Danke, dass ihr so ehrlich wart. Ja. Euch auch. Und ja, dann einen angenehmen Spaziergang. Danke. Danke. Dankeschön. Zu diesem 38. Montagsspaziergang kamen über 500 Teilnehmer. Sie zogen friedlich durch die Stadt. Die steigende Teilnehmerzahl zeigt wohl, dass die Probleme der Menschen zunehmen, Lösungen nicht in Sicht sind. Man zeigt Unmut über Entscheidungen der Politik, vielleicht auch Ratlosigkeit in Anbetracht der Probleme, die auf die Bürger zukommen werden. Es sind letztendlich falsche politische Entscheidungen, welche die Menschen auf die Straße treiben. Und ein Ende ist nicht in Sicht.